aus Köln zugeschaltet Professor Jörg Dötsch, Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Willkommen und guten Abend bei Welt, Herr Dötsch. Der Expertenrat kommt morgen zu seiner ersten Sitzung zusammen. Sie sind ja jetzt eines der Mitglieder. Worum wird es denn gehen? Ich denke, in der ersten Sitzung wird es erst einmal darum gehen, sich gegenseitig kennenzulernen und auch die Aufgaben, die vor uns stehen, gut zu verteilen. Was, wenn man das dann hinter sich gebracht hat und sich kennengelernt hat, was soll, was kann denn dieses Gremium leisten? Welche Aufgaben gibt es denn dann für diesen Expertenrat? Das wird natürlich alles morgen in Ruhe zu besprechen sein. Wichtig ist es an dieser Stelle, dass wir sehen, dass der Expertenrat so zusammengesetzt ist, dass ganz entscheidende Professionen, ganz entscheidende Berufsgruppen, die an der Pandemiebekämpfung mitwirken, zusammen sind. Es ist eben auch wichtig, und darüber freuen wir uns natürlich sehr, dass auch die Aspekte, es ist ja in Ihren Beiträgen gerade angeklungen, die die Kinder und Jugendlichen betreffen, durch zwei Vertreter aus der Kinder- und Jugendmedizin eben auch ganz besonders berücksichtigt werden. Nun ist es ja so, die Politik will jetzt ein bisschen anders agieren, diese neue Regierung. Sie will mit diesem Expertenrat mehr Fachwissen auch für ihre eigenen Entscheidungen haben. Wissen Sie denn eigentlich schon, wie das dann praktisch ablaufen soll? Ist das dann eine Mehrheitsentscheidung, über die dann die Politik sich Gedanken macht, die dann auch umzusetzen? Oder muss es eine eindeutige Entscheidung sein des Expertenrates? Was gibt es da für Spielregeln? Ich bin sicher, das sind auch Themen, die in den Sitzungen des Expertenrates dann morgen und in den darauffolgenden Sitzungen besprochen werden. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir können natürlich als Experten die Politik nur beraten. Die Entscheidungen dafür haben wir alle auch unsere politischen Vertreter gewählt und haben sie mit dem Auftrag ausgestattet, sich nach entsprechender Beratung dann auch zu einer Entscheidung durchzuringen und diese an die Bevölkerung zu kommunizieren. Sie sind ja Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Wenn Sie jetzt hören, dass es auch die 12- bis 18-Jährigen treffen könnte, wenn die sich nicht impfen lassen wollen, dass sie von den Corona-Regeln betroffen sind, können Sie das so gutheißen? Weil, diese Frage wird etwas länger, man ja immer gelernt hat in diesem Land, die Kinder und Jugendlichen sind nicht die Treiber der Pandemie. Außerdem sind die Krankheitsverläufe viel, viel behutsamer als bei den Erwachsenen. Das ist völlig richtig. Diese Einschätzung, die Sie äußern, würden wir uns auch anschließen von Seiten der Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte. Die Situation sieht so aus, dass ja durch die fehlende Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der Schule, am sozialen Leben doch sehr viele Folgeerkrankungen entstanden sind. Es sind vermehrt Depressionen aufgetreten. Es sind vermehrt Essstörungen wie die Magersucht aufgetreten. Und wir sind jetzt natürlich sehr stark gehalten, alles zu tun, dass Kinder und Jugendliche nicht noch einmal den sozialen Anschluss verlieren. Ich glaube, dass wir bei Kindern und Jugendlichen in einer ganz besonderen Weise dazu verpflichtet und aufgefordert sind, zu überzeugen, sie aufzuklären, sie gut zu beraten, damit sie sich für die Impfung entscheiden, wann immer möglich in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen. Und wir sollten jetzt nicht zu früh bei einer Gruppe, die so stark unter der Pandemie gelitten hat, mit Zwangsmaßnahmen reagieren. Also insofern ist es aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir hier anders vorgehen als bei ungeimpften Erwachsenen. Das, was Sie gerade sagen, betrifft ja zukünftig auch die 5- bis 11-Jährigen. Da wird es nur noch schwieriger, weil die Ständige Impfkommission, die einerseits ja eine Empfehlung gegeben hat, diese Kinder impfen zu können und zu lassen, gleichzeitig sagt, aber eigentlich nicht wirklich, weil wir haben keine Langzeitstudien. Man ist verunsichert. Ja, Sie haben das vorhin sehr richtig und sehr gut geschildert, wie die Situation sich darstellt. Wir können davon ausgehen, dass wir zunächst einmal allen Kindern, die selbst chronische Erkrankungen haben, ein gutes Impfangebot machen können und auch denjenigen, die mit Menschen in einem Haushalt leben, die selbst nicht geimpft werden können, aber unter einer chronischen Krankheit leiden. Das ist schon mal eine sehr wichtige und sehr gute Nachricht. Zum Zweiten
können alle Eltern, die jetzt überzeugt sind schon davon, dass die Impfung der richtige Weg ist, sich mit der Rückendeckung der Zulassungsbehörden der europäischen und der deutschen sehr guten Gewissens in die Hände ihrer Kinder- und Jugendärzte begeben und sich impfen lassen. Da gibt es regional unterschiedliche Lösungen und auf dieser regionalen Ebene wird man auf jeden Fall auch einen Ansprechpartner finden. Und dann gibt es die dritte Gruppe derer, die sich jetzt noch nicht entscheiden können, die sagen, wir möchten gerne auf die Nebenwirkungserfahrungen aus anderen Ländern warten. Und wir haben es eben in dem Beitrag gehört, in den USA sind jetzt etwa 5 Millionen Kinder schon geimpft, zumindest erst geimpft. Und wir hoffen eben, dass wir im Januar dann Daten haben darüber, wie die zweite Impfung vertragen wurde. Und dann wird die STIKO, so davon gehe ich fest aus, sehr schnell zu einer Empfehlung kommen. Die STIKO muss aber, das ist ihr Auftrag, sie muss warten, bis Daten vorliegen. Sie kann nicht empfehlen ohne das Vorliegen von Daten. Sagt Professor Jörg Dötsch, er ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Recht vielen Dank für das Gespräch, Herr Dötsch.